Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich mal wieder mein fesches Mikro am Start. Ja, ich habe heute wieder ein kleines Päckchen oder Paket für euch, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Was heißt lustig, ne? Aber ja, es ist halt eine ganz schöne Geschichte eigentlich, sage ich mal. Und zwar war das so. Ich habe einen Kommentar bekommen unter einem Video oder mehrere Kommentare, also unter verschiedenen Videos, von einer Dame oder Frau, die heißt Steffi. Und sie hatte mir immer geschrieben, ja, ich finde deine Videos so toll und bla, und wir müssten ja eigentlich mal tauschen. Und dann habe ich dann irgendwie so geschrieben, ja klar, können wir machen, schreib mir einfach über Insta und ja, dann werden wir das machen, so, ne? Und dann irgendwie so ein, zwei Tage später hatte ich dann so einen neuen Follower auf Instagram und dann war das so ein ganz neuer Account, ne? Auch so gar keine, ich glaube ein oder zwei Bilder waren gerade hochgeladen vor ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Und dann hat sie mir eine Nachricht geschrieben, ja, ich habe mir jetzt extra für dich Instagram gemacht, damit ich dir schreiben kann. Und ich dachte schon so, oh mein Gott, so hätte ich das gewusst, ne? Also ich bin einfach von ausgegangen, ne? Also dass heutzutage vielleicht irgendwie jeder Instagram hat. War jetzt vielleicht auch nicht so eine gute Schlussfolgerung von mir, aber ich habe es halt einfach so, ne? So, ja, schreib mir einfach so, ne? Ja, und dann so, ja, ich habe extra für dich Instagram gemacht und bla bla bla. Und ich so, oh mein Gott, danke schön. Und ja, dann haben wir uns halt so ein bisschen, ne, ausgetauscht. Und ja, sie hat mir jetzt ihr Paket schon geschickt. Mein Paket an sie steht hier schon verpackt, aber ich habe es noch nicht, ich habe es noch nicht geschafft, ne? Ich werde es, also nachher, wenn ich die Kleine abhole von der Krippe oder von der Kita, dann werde ich es mal bei der Post abgeben. Ja, dann kriegt sie mein Paket auch endlich mal. Ja, auf jeden Fall, ja, hat sie mir, wie gesagt, also es war eigentlich, mehr, also ich weiß nicht, nennt man das Zuschauerpost, aber es ist eigentlich ein Tauschpaket, weil ich schicke ihr auch was. Ja, auf jeden Fall, ja, eine Zuschauerin meiner YouTube-Videos, was ich total süß finde, ja, hat mir jetzt ein Paket geschickt oder ein Tauschpaket geschickt und wir machen jetzt mal ihr Paket auf. Ich habe es schon aufgerissen, einfach damit ich das nicht jetzt noch machen muss, weil das Paket ist relativ groß. Ich hole es mal eben. Also es kam in so einem Goose Creek XXL-Paket. Also oh mein Gott, was ist denn hier alles drin, ne? Ja, werden wir jetzt sehen. Also wie gesagt, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe nur die Karte gesehen. Ja, und ehrlich gesagt, ich habe sie auch schon gelesen, ne? Aber ich habe jetzt noch nicht weiter reingeguckt. Oh mein Gott, ey, ein riesen Paket. Tja, da bin ich ja jetzt gespannt, ne? Gespannt wie nichts Gutes. So, also erstmal... Der Brief, da ist mir übrigens beim Aufschneiden des Pakets, ist mir der Zettel hier auch so ein bisschen ja, durchgeschnitten, aber es macht ja nichts. Liebe Burcin, hoffe doch, mein Paket gefällt dir. Bestimmt. Habe mir große Mühe gegeben beim Einkaufen, Packen und Duftwachs raussuchen. Ja, das ist natürlich immer schön. Die große Juwelkerze, genau, da dachte ich schon so, what? Die große Juwelkerze ist neu mit echten Ohrringen drin. Steht aber unten auf der Kerze drauf. Viel Spaß beim Schnuppern und Durchtesten. Liebe Grüße, Steffi und meine Kinder Amy und Ben. Ja, süß, oder? Vor allem auch so riesig, ne? Ein riesiges Paket. Oh mein Gott, ja, jetzt muss ich mich ja irgendwie auch revanchieren, ne? Das ist ja dann auch immer so ein bisschen, ja, wie revanchiere ich mich jetzt, ne? Ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also, hier sehe ich jetzt erstmal drei Masken. Das ist einmal eine Sheet Mask Lollipop. Dann eine Sheet Mask mit Cinderella. Doch Cinderella, oder? Nee, Aschenputtel. Ist das Aschenputtel? Ach, Snow White, ja. Ich habe ja mal gesagt, ich habe es nicht so mit den Prinzessinnen. Ich komme da immer durcheinander, wie die heißen. Und dann Shake It, ein Mega Monster Shake. Okay, also auch so eine Maske mit Vanilleduft. Oh, ja. Das klingt gut. Ja, danke schön. Da freue ich mich natürlich. So, jetzt machen wir mal hier die erste Schicht weg. Und kämpfen uns hier durch die fernen, tiefen, weiten, wie auch immer, des Pakets. Ich glaube, ich muss es einmal umdrehen. Moment. Ich glaube, so rum wurde es auch verpackt. Deswegen mache ich das jetzt so rum. Also, ich sehe hier schon. Oh mein Gott, ey, das wird, glaube ich, auch wieder so ein XXL-Paket. Also, XXL-Video. Orange Fondant. Melting Orange Duschgel von Yves Rocher. Oh. Also von Yves Rocher hatte ich schon bestimmt 10 Jahre oder so nichts. Also ich bin nicht so die Yves Rocher Shopperin. Ich bin eher so, also wenn ich mal sowas shoppe, dann eher Bath and, ach, die Bath and, hier, The Body Shop oder Lush. Mag ich auch sehr gern.
Yves Rocher haben wir hier halt auch gar nicht, ne? Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Wobei, The Body Shop haben wir hier auch nicht, ne? Aber das bestelle ich dann meistens online. Ich weiß nicht, bei Yves Rocher bin ich irgendwie nicht so am Shoppen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, auf jeden Fall so ein Orangen-Duschgel. Schnuppern wir mal schnell dran. Was piept hier gerade? Ich glaube, das kommt von draußen. Oh! Boah! Also das riecht richtig krass nach so Winterorange irgendwie. Ja, gefällt mir schon mal sehr gut. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt alles hinstellen soll. Ne? Moment, ich muss hier mal ein bisschen Platz schaffen. So vielleicht? Habe ich hier ein bisschen Platz? Ja. Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. So, dann, ja, ich hole mal das Hauptstück schon mal raus. Das ist doch hoffentlich jetzt die Juwelkerze, oder? Gucken wir mal. Also ich muss sagen, ich hatte noch nie eine Juwelkerze. Deswegen ist das jetzt auch ein bisschen Premiere. Und ich finde es halt auch total süß, weil wir haben halt auch gar nicht gesagt, dass wir Kerzen tauschen. Also wir haben eigentlich gar nichts gesagt, so wie viel Gramm oder so. Ne? Das war jetzt einfach, sie wollte mir einfach, oder sie wollte halt, dass wir tauschen. Und ja, das ist jetzt dabei rausgekommen. Ne? Also Juwelkerze Sweet Cookies. Ah, oh, okay. Also wie gesagt, ich hatte noch nie eine Juwelkerze, deswegen bin ich da echt mal gespannt. Ja. Mit Swarovski. Oh, okay. Oh ja. Die riecht wirklich so nach Cookies. Ja. Gefällt mir gut. Ja, danke schön. Oh Mann, ey. Voll das Riesengeschenk. Ja, da muss ich mich ja jetzt irgendwie auch revanchieren, ne? Ja. So, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Schokolade. Einmal Rittersport. Rittersport, Spekulatius, gebrannte Mandel. Die mag ich total gerne. Ich weiß, ich bin kein Kind mehr, ne? Aber ich liebe diese Kinderschokoladen. Auch die Weihnachtsmänner und so und den Pinguin. Ja, total süß. Muss ich auch wieder von meiner Tochter verstecken. Genau, dann sehe ich hier, oh mein Gott, also Tetesept, Kinderbadespaß. Ja, meine Tochter liebt es ja zu baden. Ich glaube, welches Kind liebt es nicht zu baden, oder? Also das ist einmal Schaumbad mein Einhorn mit Erdbeer und... Achso, mit Erdbeerduft. Total süß. Und noch ein Schaumbad mit Kirsche. Oh ja. Vielleicht werde ich das ja mal benutzen. Ich liebe ja Kirschstifte, ne? Ja. Dankeschön. Ah ja, dann habe ich hier jetzt nochmal gebrannte Mandel, Rittersporn. Übrigens voll witzig, dass die das nochmal in PP-Tüten verpackt hat. Finde ich total witzig. Ja. So, dann hier nochmal Spekulatius und so, was haben wir hier jetzt noch? Ah, von Yves Rocher Noir de Coco, also Kokosnuss, Lippenpflege. Cool, danke schön. Ich finde es total witzig, warum hast du das denn alles nochmal in PP-Tüten verpackt? Das ist ja jetzt nichts, wo der Duft verloren gehen kann oder so, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Oh, und dann sehe ich hier, oh Gott, was ist das denn? Handmade, oh mein Gott, hast du das selber gemacht? Wie süß ist das denn? Ich wünschte, ich könnte sowas auch, ne? Ich habe mich ja, kurze Storytime, als ich schwanger war, habe ich mich daran versucht, so Kinderkleidung zu nähen, ne? Weil ich dachte mir so, oh, da kannst du voll die süßen Strampler nähen und ne, so voll süß und mit der Mütze dazu und so. Habe ich mir extra eine Nähmaschine gekauft, mein Mann schon so, ne, ja, wirst du sowieso nicht benutzen, ja. Jetzt steht sie auf dem Dachboden, ja, so nähen, also meine Mama ist ja Schneiderin, ne? Sie ist gelernte Schneiderin. Sie hat früher immer für uns Kinder, ne, also für meine Schwester und für mich, immer so richtig krasse Kleider und Pullover und was sie nicht alles gemacht hat. Ne? Und dann dachte ich mir so, ja, yeah. Ne, wenn meine Mama das kann, dann kann ich das auch. Ja, natürlich nicht. Ne? Also ich kann gar nicht nähen. Also ich habe auch mal versucht, die Arbeitshose für meinen Mann zu nähen. Die ist mal so gerissen, also so am Knie oder so war das, da hatte die dann so ein Loch. Dachte ich, ja komm, das kriegst du hin, ne? Das kriegst du wenigstens hin, aber nee, da bin ich leider talentfrei. Deswegen, also finde ich das total schön, wenn man sowas kann und selber machen kann. Ja, finde ich total süß. Gucken wir mal, ob was drin ist. Ach ja. Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Das ist ein Taschentuch, eine Taschentuch, wie nennt man das? Ja, ihr wisst, so ein Taschentuch-Etui oder so. Wie nennt man sowas? Ich weiß auch nicht. Aber total süß. Finde ich richtig knuffig. Also, danke schön. Kannst du mir ja gerne mal schreiben, ob du das selber gemacht hast. Genau. Und so. Ich muss mich hier jetzt mal weiter durchgehen. Ah, Kokosmakrone. Nochmal Rittersport.
Also sehr viel Schokolade. So, was haben wir hier? Wieder Yves Rocher. Brilliance Shine, also wahrscheinlich für die Haare. Rinsing Vinegar. Okay. Ist das vielleicht eine, ach so, eine Essigspülung für Glanz? Okay. Ah, okay. Also das benutzt man quasi wie so eine Spülung. Und wäscht es dann wieder aus. Und dann hat man so richtig glänzendes Haar. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass wenn man Essig sich über die Haare gibt, ich meine, wer macht das, ne? Das riecht ja immer so ein bisschen streng. Dass man dann voll den krassen Glanz bekommt, ne? Oh, das riecht aber schön. Das riecht, was soll das denn riechen? Raspberry, ach so, hier so, Raspberry auf Deutsch. Oh. Ach, Himbeere, oder? Ja. Ja, das riecht, kennt ihr? Es gibt von Frosch Himbeeressig zum Reinigen. So riecht das, wie von Frosch, ja. Werde ich gerne mal austesten, weil, ja, die Haare können ja nicht genug glänzen, ne? Dann wieder von Yves Rocher, für die Hände eine Melting Orange Handcreme. Oh, süß, dankeschön. Ja, gefällt mir richtig gut. Handcreme braucht man ja auch immer, ne? Und geht auch immer. Dann so ein kleines Döschen. Ach, das ist so ein Handtuch. Da habe ich auch schon mal von gehört. Das ist so richtig klein. Und wenn du das dann in Wasser legst, dann wird das so richtig... Und dann hast du da irgendwie so ein, ja, scheinbar ein Handtuch, was dann da rauskommt. Bin ich sehr gespannt, werde ich gerne mal testen. So, Gott, das hört gar nicht mehr auf, ne? So, Oreo, oh ja, wird bei uns zu Hause sehr viel und sehr gerne gegessen. Wir lieben Oreos. Drei verschiedene Sorten, ja, danke schön, gefällt mir sehr. Wie gesagt, wir lieben Oreos. Auch mal so in Milch, ne? Dann tunken wir das so in, oh, ja, in Milch und dann schmeckt das richtig gut. So, eine Maske für die Haare, für Damaged Hair. Yves Rocher wieder. Das ist ja echt süß. Oh Mann, arbeitest du vielleicht bei Yves Rocher oder so? Oder ja, manchmal ist das ja so, ne? Dann ja, hat man so eine Verbindung zu einer Marke sozusagen, weil man da vielleicht irgendwie auch arbeitet. Genau, dann habe ich hier jetzt Make-up Removing Micellar Water. Auch sogar für meinen Hauttyp, Combination Skin. Sehr gut, teste ich sehr gerne. Ich habe ja, oder nee, ich werde noch ein Video zeigen, oder ich habe es schon gezeigt, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, was ich zuerst hochladen werde. Mit meinen liebsten Beauty-Produkten. Und da zeige ich auch ein Micellenwasser. Deswegen, ja, teste ich gerne mal, wie das von Yves Rocher so ist. Genau. Oh Gott, ich sehe hier, das geht ja noch weiter. Oh Gott, oh Gott. Also, hier haben wir jetzt, ich weiß leider nicht, welche Marke. Achso, das ist auch Yves Rocher, glaube ich. Ein roter Lippenstift. Ja. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht so der rote Lippenträger. Aber ich finde, ich sehe dann immer so aus wie ein Clown. Aber ich weiß, dass meine Mama oder meine Schwester sowas gerne benutzen. Deswegen werde ich das... Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber dann werde ich das wahrscheinlich weitergeben. Weil es bringt ja nichts, wenn es bei mir dann nur rumliegt. Ne? Deswegen, ja. Dann hier ein Nagellack. Auch so ein richtig schön rot, ja, so rostrot, wie sagt man das? Ja, so ein rostiges Rot. Und dann noch eine Mascara, denke ich mal, oder? Ja, eine Mascara Intense Metamorphose, auch von Yves Rocher, glaube ich, ne? Ja. Ja, danke schön, oh Mann. Jetzt bin ich voll ausgestattet, ne? Dafür, dass ich, wie gesagt, da schon ewig nicht mehr eingekauft habe. Jetzt habe ich hier, oh Gott, nochmal. Wie süß. So, da ist wahrscheinlich auch wieder ein Taschentuch drin, oder? Ja. Richtig cute. Gefällt mir sehr gut. Also total die süße Idee. Oh Mann, ey, wie viel Geld hast du denn ausgegeben? Ja. Oh, hier sehe ich ein Crayon, also ein Pen, ein Kajalstift, genau. Ein Kajalstift, auch von Yves Rocher. Ja, in schwarz. Kann man immer gebrauchen, finde ich. Also, dankeschön. So, dann gucken wir mal, was hier noch drin ist. Das ist, oh, von Iceflower. Oh, okay, jetzt machen wir schon mit den Düften weiter. Jetzt haben wir quasi die, ne, Beauty-Schiene und Schokoladenschiene einmal durch. Jetzt kommen wir schon zu den Düften. Und sie hat mir einfach ein ganzes Ding
eingepackt von Eisloch Rhabarber-Joghurt-Eis. Oh mein Gott. Das wäre ja gar nicht nötig gewesen. Moment. Also den Duft kenne ich noch nicht von Eisflower. Schaut mal, ach, wie süß. Ja. Joghurt, Rhabarber. Also ich finde, man riecht auf jeden Fall die Rhabarbernote. Es riecht aber auch irgendwie so nach Joghurt-Eis. Ja, irgendwie schon. Oh, bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Also ich muss sagen, Rhabarber ist jetzt nicht so mein liebster Duft. Aber ich würde es trotzdem gerne testen, weil, ja, also, ne, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also vielen, vielen Dank. Allein auch schon, dass du mir so ein ganzes Ding eingepackt hast. Mein Gott, ne. Dankeschön. So, dann habe ich hier, ach Moment, das ist Pink Flamingo. Steht leider nicht drauf, von wem. Ich versuche gerade die Schrift zuzuordnen. Das könnte Lovely Little Wax Melts sein. Oder hast du das selber gegossen? Aber so von der Schrift her würde ich so zuordnen zu Little Lovely Wax Melts. So, das ist ein Etsy-Shop. Oh ja, riecht sehr süß. Bärig. Süß, also so zuckrig. Ein zuckrig, bäriger, süßer Duft. Ja, so würde ich den beschreiben. Ist ja voll mein Ding. Also von daher, Dankeschön. Gefällt mir sehr gut. Dann wieder von Eisflower. Sandalwood Vanilla Custard. Den kenne ich, glaube ich, noch nicht. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Auch wieder ein volles Sandshot. Ja, ist ein schöner Duft. Ein schöner, behaglicher Sandelholz-Vanille-Duft. Oh ja, gefällt mir sehr gut. Dankeschön. So, dann. Also ich muss, glaube ich, ein bisschen schnell machen, weil ich weiß nicht, wie viel da noch kommt, ne? Ich schmeiße es jetzt mal über auf den Boden. Eisflower, tropisches Früchtekörbchen. Okay. Kenne ich auch noch nicht. Oh, das riecht wie, das weiß ich gerade natürlich nicht, wie der heißt. Es gibt einen Sommerduft von Goose Creek von diesem Jahr, der so ähnlich oder ja, sehr ähnlich riecht. Das war dieser Kokosnuss-Papaya-Duft. Wie hieß denn der? Papaya Paradise oder so? Ich finde, so in die Richtung geht der. Mit noch so ein bisschen Mango drin. Also Mango, Kokosnuss, Papaya, irgendwie so. Ja, gefällt mir sehr gut. Ist, glaube ich, auch schon, also jetzt nicht neuer Duft, weil das Label halt, ich glaube, das ist noch das alte Eisflower-Logo, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Hauptsache, es riecht noch gut, ne? Ja, und das tut es auf jeden Fall. Also auch voll meine Duftrichtung. Hast du genau getroffen, also sehr gut. so, dann, ach Gott, oh mein Gott! So, ich schmeiße jetzt einfach auf den Boden. Bubbly Tea, auch von Eisflower. Bubbly Tea, ist das irgendwie angelehnt an diese, wie heißen die denn jetzt noch, diese Tee mit diesen runden Kügelchen. Bubble Tea heißen die doch, ja, Bubble Tea. Oh, das ist ein schöner Teeduft. Das könnte irgendwie so Früchte, ja nicht Früchtetee, nee. Was könnte das für ein Tee sein? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie vielleicht so ein Pfirsichtee? Oder irgendwie sowas? Ja, gefällt mir gut. Bubbly Tee. Ja, dann gucken wir mal das nächste Sandshot. Ich muss gleich auf jeden Fall hier erstmal aufräumen, ne? Schmeiß hier alles, zack, auf den Boden. Apple Tree. Also Apfeldüfte, ja, da bin ich ja jetzt gespannt, ne? Oh. Der riecht so ein bisschen wie, ich hatte jetzt gerade zur Halloween-Zeit den Witch's Cauldron von Eisflower in der Lampe. Und ich finde, der geht voll in die Richtung. Also auch dieser grüne, knackige Apfel. Ja,
So leicht säuerlich. Gefällt mir gut. Riecht so ein bisschen wie, es gibt doch diesen, dieses Parfum Be Delicious oder so. Was aussieht wie so ein grüner Apfel von DKNY, also Donna Karan New York. So riecht das. Ja, das Parfum habe ich früher nämlich auch immer. Moment, ich gucke erstmal, was ich. Achso, hier. Seesalz und Gurke. Oh. Okay, das ist jetzt eine Duftrichtung, die hätte ich mir so nie gekauft. Weil Sea Salt. Und dann noch mit Gurke. Ja, man riecht auf jeden Fall so eine frische, knackige Gurke. Ja, mit was Salzigem. Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein Badezimmerduft. Der wird auch ins Bad wandern. Da kann es ruhig nach knackiger Gurke riechen. Genau, dann, also super viel Eisflower, ne? Hier schon wieder. Oh, oh, oh. Süße Pflaume und Rhabarber. Okay. Da bin ich ja jetzt gespannt. Also Pflaume ist ja voll mein Ding. Rhabarber habe ich ja gerade gesagt, jetzt nicht so unbedingt. Und die Kombination, da bin ich ja jetzt gespannt. Okay. Nee, es riecht mir zu sehr nach Rhabarber. Und nicht so sehr nach Pflaume. Schade. Aber ist auch zweifarbig gegossen. Ja, die Rhabarbernote ist mir ein bisschen zu... Ja, dann, oh Gott, schon wieder so ein Riesenteil. Oh mein Gott, ah, von Iceflower, Fluffy Snowfall, oh mein Gott. Moment, gehen wir jetzt auf hier. Warum hast du mir denn so eine Riesendinger eingepackt, ey, Mann. So, Fluffy Snowfall, könnte ein kuscheliger Winterduft sein. Oh ja. Ja, also das riecht so ein bisschen cozy. Ja, so ein bisschen Kaschmir vielleicht so. Ja, und dann irgendwie noch so ein bisschen was Winterliches, sowas Kaltes irgendwie. Bin ich gespannt. Also ich kenne diese Verpackung auch gar nicht von Iceflower. Also das muss ja auch irgendwie... Also ich meine, ich kenne Iceflower jetzt auch noch nicht so lange, aber... Ja, wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Jo. Freue ich mich gerne drauf zu testen. Ja, es wird hier schon wieder knapp, ne? Mein Platz, wie gesagt, ist begrenzt. Moment, dann holen wir das hier nochmal raus. So, weiter geht's. Ja. Little Lovely Wax Melts. Siehst du, lag ich gar nicht so falsch. French Vanilla Cappuccino. Ist doch die Schrift, ne? Oder? Ja, doch, würde ich jetzt mal sagen. Also, was habe ich gesagt? French Vanilla Cappuccino, okay. Oh, ja, ein sehr schöner Latte Macchiato, ja, Cappuccino, Vanilleduft. Also, als hätte man da noch so einen richtigen Pump Vanillesirup reingemacht. Ja, gefällt mir gut. Bin ich gespannt drauf, mal zu testen. Also, Little Lovely Wax Melts, da habe ich auch mal bestellt. Oh, sorry, das juckt mich schon wieder. Also da habe ich auch schon mal bestellt. Das ist ein Etsy-Shop. Da hatte ich mal vier Bars, also vier solche Bars mal bestellt. Einen davon hatte ich letztens mal in der Lampe, hat mir ganz gut gefallen. Ja, habe ich aber so noch nicht weiter getestet. Weil man hat ja auch so viel, ne? Was willst du zuerst in die Lampe schmeißen, ist dann ja immer die Frage, ne? Oh, jetzt hier schon wieder Juwelkerze. Oder? Ja. Winter... Winter Wonderland. So, eine kleine. Total süß. Oh ja. Ein schöner Duft. Ich finde, Juwelkerzen riechen jetzt nicht so bam in your face intensiv. Ich finde, die sind ein bisschen dezent. Kann das sein? Oder ist das warm nochmal anders? Ja, keine Ahnung. Ich hatte ja noch nie eine. Aber werde ich dann ja sehen. Auch mit so einem Schneemann drauf, ne? Oh, total süß. Ja, teste ich sehr gerne, wie gesagt. Dankeschön, oh mein Gott. Ja, dann... Oh, es geht noch weiter, ne? Es geht noch weiter. Also ich glaube, ich muss ihr gleich auch noch ein bisschen mehr einpacken, als das, was ich schon eingepackt habe. Little Lovely Wax Melts. Nochmal jetzt Chocolate Chip Cookie. Ah, den hatte ich mal gesehen bei, ich glaube, Duftnase Chrissy.
Dann dachte ich auch so, oh, das wäre eigentlich auch so ein Duft für dich. Oh ja. Hoho. Ein richtig krasser Chocolate Chip Cookie Duft. Also, kennt ihr die von hier Subway? Da gibt es auch diese Cookies, ne? Und der riecht so, wie der dunkle Cookie schmeckt. Von Subway. Subway. Von Subway. Oh ja, gefällt mir sehr gut. Hoho. Ja, richtig geil. Genau. Dann. Spicy Pumpkin. Okay, das ist, glaube ich, jetzt wieder von Little Lovely Wax Melts. Ja. Ist ein Kürbisduft, ne? Ist ein Kürbisduft. Mit noch irgendwie so Apfel. Vielleicht Apfelzimt oder so. Ja. Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ist nicht meine Duftwelt. Pumpkin und vor allem dann noch so mit Zimt und so. Das ist leider nicht so meins. Genau, dann machen wir jetzt mal weiter mit Traumdüfte. Karma. Kenne ich nicht. Ich habe ja mal erzählt, das war in irgendeinem Aufgebraucht, glaube ich, dass ich mit Traumdüften ein bisschen ein Problem habe, weil ich die zu weich und zu schmierig finde. Die Düfte sind immer wunderschön, finde ich, aber ich komme mit dem Wachs nicht zurecht. Was immer ein bisschen schade ist, weil wenn ich das jetzt versuchen würde zu teilen, dann habe ich schon wieder schmierige Hände und dann habe ich überall Wachs kleben und ja. Aber der Duft ist schön. Das ist echt ein schöner Duft. Ein bisschen schwer zu beschreiben, finde ich. Das ist irgendwie so. Hat was Cremiges, hat aber irgendwie auch so was, so grüner Apfel vielleicht. Mit was Cremigem, Pudrigem auch irgendwie. Ja. Werde ich gerne mal testen, wie gesagt. Wenn ich es dann irgendwie durchgetrennt bekomme, ne? Ja, genau. Dann habe ich hier jetzt. Von Wachsmacherei habe ich auch. Ich hatte ja im September Restock, war das, glaube ich, hatte ich ja bestellt. Mein erstes Mal Wachsmacherei. Ja, deswegen bin ich. Ich freue mich immer über jeden Wachsmacherei-Duft, weil ich da halt einfach noch nicht so viel getestet habe. You crack the whip type. Also type heißt ja immer, das ist irgendwie ein Dupe zu irgendwas. Ich wüsste jetzt aber nicht zu was. Nee, also ist das ein Bath & Body Works Duft? Keine Ahnung. Was soll denn das sein? Riecht so ein bisschen wie so ein Kaubonbon. Wie so ein winterliches Kaubonbon. Kann ich jetzt so ehrlich gesagt nicht zuordnen, was das sein soll. Weiter geht's. Es ist noch lange nicht vorbei. Nochmal Wachsmacherei. Ja, wie gesagt, da freue ich mich natürlich immer. Überraschungsduft. Oh, okay. Als Dankeschön für deine Bestellung. Na, oh Gott, ja, da bin ich jetzt gespannt, ob ich da rausriechen kann, was das sein soll. Ist wieder so schwierig. Das ist irgendwas Fruchtiges, aber auch irgendwie was. Da ist noch irgendwas anderes mit drin. Irgendwie sowas leicht. Oh Gott! Also, ich finde, er hat irgendwie was leicht Aquatisches. So ozonmäßig. Wisst ihr, so diese Ozondüfte? Und dann irgendwie, ist das vielleicht Honigmelone, Wassermelone, vielleicht irgendwie sowas? Ja, gute Frage, ne? Werde ich aber gerne mal warm testen. Das Dankeschön-Goodie von Wachsmacherei. Oh mein Gott! Dann von Eisflower Zuckerkuchen. So eine riesen fette Tüte. Hallo, was hast du gemacht? Voll das krasse Paket, oder? Oh ja, oh ja. Ein richtig geiler, zuckriger Foodduft. Ja, gefällt mir sehr gut. Oh mein Gott, ja, gefällt mir sehr gut. Werde ich gerne verdüfteln. Ja. Dann habe ich hier jetzt noch. Ah ja, ein Yankee Candle Duft. Red Apple Wrath.
Ich glaube, den kenne ich gar nicht. Also ich muss sagen, ich rieche auch nicht viel. Ich werde es aber auch nicht aufmachen. Aber das, was ich rieche, ist Apfelzimt. Ja, und wie gesagt, Apfelzimt ist jetzt nicht so mein Ding. Ist aber, glaube ich, ein schöner Winterduft für Leute, die das halt mögen. Ne? Genau. So, dann. Oh Gott. Ach, erwartet mich hier jetzt noch was? Wachsmacherei. Juhu. Oh. Pink Marshmallow Confection. Ja, Pink Marshmallows natürlich. Oh ja. Ein richtig geiler, süßer, zuckriger Marshmallow-Duft. Vielleicht sogar mit Pink Sugar irgendwie noch mit drin. Ja, geil. So. Dann, weiter geht's. Sag mal, bist du wahnsinnig? Bist du irgendwie verrückt oder so? Was ist das denn? Also, wie? Also, jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich mich da jetzt revanchieren? Kann mir das jemand sagen? Also, ein volles Clamshell lila Lolita von Iceflower. Den Duft kenne ich auch nicht. Aber laut dem Label würde ich jetzt mal vermuten, ein Kuchen-Lavendelduft. Ja, also. Ja, also das stresst mich gerade ein bisschen, ne? Wie soll ich mich jetzt revanchieren? Also das, was ich da gepackt habe, das ist ja gar nichts dagegen, ne? Oh Mann. Oh. Der ist geil. Der ist richtig geil. Ein richtig geiler Lavendel, Vanille, süß, kuchig, ein bisschen geiler Duft. Das ist ein geiler Duft. Lila Lolita. Silvi, gerne mehr davon. So, aber das war ja natürlich noch nicht alles. Es geht noch weiter. Wachsmacherei, Pina Colada. Mag ich auch sehr gerne den Duft, also das Getränk jetzt nicht. Den Virgin Colada, ne? Den würde ich dann trinken. Ja, ist auch so eine Kalorienbombe, ne? Wie viel Sahne da drin ist. Oh ja, So ein richtig schöner Kokos-Ananas-Schlagsahne-Duft. Gefällt mir sehr gut. Habe ich auch in zig Varianten von zig verschiedenen Herstellern zu Hause. Oh Gott, es geht weiter. Schon wieder ein Clamshell. Von, okay, kenne ich gar nicht. Bärs, also doch, Bär kenne ich natürlich. Bärs Wax Bakery, aber den Duft kenne ich nicht. Matroschka? Sagt mir gar nichts. Ist das vielleicht irgendwie eine ausländische Süßspeise oder so? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, werden wir jetzt sehen. Ah doch, siehst du, es hat irgendwie was mit Russland zu tun, weil diese, heißen die Dinger vielleicht Matroschka? Das kann natürlich sein. Diese Figürchen? Ja. Okay, was ist das denn? Das riecht irgendwie süß, aber auch irgendwie. Total schwer zu beschreiben. Süß, vielleicht ein bisschen minzig. Krass, muss ich irgendwie mal versuchen rauszufinden. Vielleicht irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht kennt ihr den Duft ja und könnt mir sagen, was da drin sein soll. Matroschka? Ich meine, ist jetzt auch noch nicht so alt, ne? Von letztem Jahr. Vielleicht hat den ja irgendjemand von euch zu Hause und kann mir sagen, nach was das riechen soll. Ja. Es war noch nicht alles, ne? Es war noch nicht alles. Es geht noch weiter. Was ist das denn? Oh. Was ist das? Maxi-Teelichter. Oh Gott. Von Juwelkerze. Maxi-Teelichter. 6 Stück. Ich fühle mich gerade so schlecht, ne? Ich fühle mich richtig schlecht. Warum, Steffi, hast du so viel eingepackt? Das war echt nicht nötig. Also. Ja, okay. Also.
Das sind jetzt 6 Teelichter in 6 verschiedenen Duftrichtungen. Ah, okay. Auch geil. Vorsicht, das flüssige Wachs ist heiß. Nee, echt? Also das sind die 6 Düfte, die da jetzt drin sind. Ich weiß nicht, kann man das lesen? Ich hoffe, man konnte es lesen. Also True Love, Happy Birthday, Fluffy Cotton, My Favorite Person, Mama, weil du besonders bist und Iconic. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich guck mal rein. Ich weiß ja nicht, was mich hier jetzt erwartet. Ich guck mal rein. Ah, okay. So sieht das aus. Ah, okay. Also so ein Teelicht. Ist schon ein größeres Teelicht, würde ich sagen, ne? Und dann steht da nochmal drauf. Oh, ja, riecht gut. Was das für ein Duft ist. Mensch, warum hast du so viel eingepackt? Mann! Ich fühle mich jetzt echt schlecht, ne? So, ich glaube, wir sind gleich schon gut durch, würde ich sagen. Eisflower, süße Konditorei. Okay. Ein richtig geiler, süßer Foodduft. Ja, irgendwie noch so was leicht Spritziges irgendwie noch mit drin. Ja, gefällt mir sehr gut. So, ich gucke jetzt nochmal hier in die Tiefen des Pakets. Oh, es war natürlich noch nicht alles. Moment, diese Ecke habe ich ja noch gar nicht. Huh. Oh, da ist noch was. Iceflower. Iced Cookies. Oh ja, ein geiler Cookie-Duft, also so Cookie-Teig, würde ich sagen. Ja. Noch ein Clamshell. Ich raste aus, ne? Ich raste aus. Wachsmacherei Pixie Cotton. Ne, Pixie Potion. Ich habe gerade Cotton gelesen, aber steht Potion. Pixie Potion. Kenne ich auch noch nicht. War ja vor meiner Zeit, ne? Ich kenne Handmade Feen aktiv erst seit diesem Sommer. Weil vorher habe ich immer nur industriell gedüftelt. Weil ich da mal so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Handmade. Deswegen. Oh, okay. Das könnte wieder so was Ozon-Aquatisches sein, irgendwie mit was Süßem. Irgendwie so Zuckerwatte vielleicht. Oder Pink Sugar. Ja, irgendwie sowas. Gefällt mir auch gut. Ey, du verrückte Nudel, ey, ein ganzes Klemmschirm. Mein Gott. Das war natürlich noch nicht alles. Von Wachsmacherei. Granatapfelrot. Ja, Granatapfeldüfte mag ich auch sehr gern. Oh ja. Das ist ein schöner Granatapfelduft. Da ist aber irgendwie noch was anderes mit drin. Was Florales. Ist das vielleicht Rose? Oder irgendwas, ja, irgendwas, was dumpf Florales ist dann irgendwie noch mit drin, habe ich das Gefühl. Ja, gefällt mir aber auch gut. Ich mag ja florale Düfte generell auch sehr gerne. So, dann Dufttörtchen Blue Hawaii. Liebe zum Handmade. Okay. Liebe zum Handmade hatte ich bis jetzt sehr wenig. Zum Testen, also meistens auch nur aus Tauschpaketen, weil ich habe da noch nie bestellt. Und das, was ich so hatte, war kaum bis gar nicht wahrnehmbar. Leider, muss ich sagen. Also, deswegen bin ich mal gespannt, wie der hier ist. Blue Hawaii, ist das nicht ein Cocktail? Das könnte ein Cocktail sein, irgendwie mit Blue Curaçao und Sahne vielleicht, irgendwie sowas. So riecht er für mich. Ja. Werde ich im Sommer bestimmt mal düfteln. Vielen Dank. So, dann gucke ich noch mal. Ich glaube. Okay, wir sind durch. Das Paket ist leer. Es ist jetzt nur noch Füllmaterial drin. Also ich glaube, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde das Paket, was ich eigentlich gepackt habe, auskippen. Hier reintun und dann noch extra noch Sachen reintun, weil das viel zu wenig ist, was ich für sie gepackt habe. Und dann werde ich ihr das gleiche Paket einfach wieder zurückschicken. Damit, ja, das halt irgendwie so ein bisschen,
gleichwertig ist, ne? Das, also ich habe richtig das schlechte Gewissen, wenn ich das jetzt losgeschickt hätte. Ja, gut, dass ich noch gewartet habe, ne? Also, ich weiß, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber hier so viel Produkte liegen hier. Ja, deswegen, also Steffi, viel, 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 vielen lieben Dank für dieses XXL-Tauschpaket. Und ja, also ich kann nur sagen, danke, danke, danke für dieses wunderschöne, riesige Paket. Und ja, also mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Also das war jetzt ein XXL-Paket, oder? Habe ich jetzt nur das Gefühl, doch, das war schon ein krasses Paket. Also dafür, dass ich, oder dass wir gar nichts abgesprochen haben, ne, hat sie echt viel eingepackt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch natürlich auch gefallen. Danke fürs Einschalten und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Also macht's gut!